Hallo und herzlich willkommen hier zu Rehm 3, die geheime Bücherei. Leute, hier bin ich wieder. Ja, und ich habe das Blatt gefunden. Das war in der Bücherei, in dem Buch drin. In dem Buch, wo ich die Seite nicht kopieren konnte. Und jetzt kann ich auch die Seite kopieren. Das Blatt hat verhindert, dass ich die Seite kopiert habe können. Okay, also ist es doch kein Bug. Also man muss das Blatt einsammeln, was hier auf dem Blatt liegt, also in dem Buch. Ich habe echt gedacht, das würde eingedruckt, aber na gut, das war ja farbig. Und das ist also unser letztes Buch, unser letztes Blatt. Ja, und das ist auch die Liste hier vollständig. Was uns jetzt eh egal ist, ne? Aber ja. Wer hätte das Blatt einsammeln sollen, ne? Das war jetzt wirklich wieder mal das Highlight des Tages. Jetzt muss ich hier wieder rausfinden. Ah ja, hier sind wir. Und wenn wir schon da sind, dann können wir ja gleich die Blätter einsortieren. Jetzt habe ich allerdings noch nicht das Ganze vorbereitet, dass ich die Blätter sortiert habe. Aber das können wir gleich machen, wenn ich das nicht auf deren Blatt geschrieben habe. Ah ja, hier habe ich das, ist getrennt, das ist sehr gut. Jetzt muss ich das nur vergleichen. So, wo ist der Block? Hier ist der Block. Dann kann ich das nicht besser nebeneinander legen und schreiben gleichzeitig. So, das ist, vergleichen wir doch mal. Ja, habt ihr oft auch mal sowas, dass ihr dann in so einer Räume, hä? Und ja. Bei mir war das jetzt wirklich so, hä? Und dann, oho, okay, ich habe das Blatt vergessen. So, wartet mal jetzt. Das hier ist A. Das ist D. Wobei hier, ich hoffe, ich habe hier keinen Fehler gemacht. Das wäre natürlich blöd. Warte mal, das ist... Ah ja, da, das ist E. Das ist C. Das hier ist B. Was bin ich hier natürlich in... Naja, gut, da bleibt nicht mehr viel übrig. Zur Not könnte man das auch wieder raus friemeln, ne? Wenn ich da jetzt bei dem Piep, 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 Piep da das Ganze hier nicht richtig habe hier. So, gucken wir mal da oben. Ah ja, das ist H. Da habe ich mich nur ein bisschen verdingst, aber ich habe es dann korrigiert. Das hat mich gerade wegen verwirrt. So, Blatt B. So, dann haben wir F. Oh, das ist F. So, gut, G ist folglicherweise dann das letzte Dingens hier. Genau. A, C, F, E, B, G, D, A. Weil für G habe ich jetzt eigentlich keine Sequenz. Aber das ist eigentlich wurscht. Das ist ja eigentlich dann das, was übrig bleibt, ne? So, dann machen wir mal Blatt 1, H. Aber seht, jetzt haben wir auch wirklich unser Ding vollständig. H ist das hier. Und fragt mich bitte nicht, was für ein Baum das ist. Das weiß ich überhaupt nicht. Das da ist ein Eichenblatt. Das will ich noch sagen. Das ist Gingi-Ding. Wie auch immer. Gingio. Das könnte Ahornblatt sein. Das weiß ich nicht. Das hier könnte ein Kirschblatt sein. Könnte auch ein Zitronenblatt sein, das weiß ich auch, ein Distblatt oder sowas. Naja, keine Ahnung.
Ist egal. So, wo war Ständerklebe? C brauchen wir. Oder ne, Quatsch. Doch, C brauchen wir. Das hier. Kann auch ein Löwenzahnblatt sein, je nachdem. Mistelblatt oder sonst sowas, ne? Das kann auch, ja, wer weiß. Alles Mögliche sein. So. Drittes ist F. Ist da zum Beispiel irgendein Fahnen oder was, der Geier war, ne? So. Blatt Nummer 4 ist ein E. Das hier, wie gesagt, das kann auch ein Lorbeerblatt sein zum Beispiel, ne? Gibt verschiedene Bäume, die fast die gleiche Art haben von Blatt. So, 5b. Das könnte, wie gesagt, ein Eichelblatt sein, ne? Aber nagelt mich nicht drauf fest. Oder sind es Fantasiebäume hier im Spiel? Jetzt würde G kommen, Blatt G. So, 7 Blatt D. Das bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass ein Ahornblatt ist. Na, haben wir draußen genügend stehen. So, und dann Blatt A. Das ist dieses Gingio-Blatt oder wie auch immer das heißt. Gingikum oder sonst sowas. Gingo-Wurzel gibt es zum Beispiel, aber Gingo-Blatt dann her. So, hier kriegt man natürlich dann mal keine Bestätigung. Ob es richtig ist, seht ihr, wenn der Schalter funktioniert. Und er funktioniert. Und er gibt hier eine Leiter frei, die Tür. Mal. Kann hier nicht rumgucken, ne. Ja, schau an. Endlich. Und was soll das hier? Da haben wir wieder so ein Symbol. Mal gucken, ich habe mir die Symbole nämlich auch aufgemalt. Könnte mir da aber noch nie einen Reim draus bauen. Ja, das ist eigentlich ja genau. Das passt hier dazu. So und so. Weiß drum. So. Ja. Weiß ich einfach jetzt nicht, für was das gut ist. Ob das einfach nur ein Hinweisgeber ist, so eine Art Wegweiser-Ding oder was. So, hier haben wir eine Brücke. Können wir hier nach unten gucken. Hui. Ja, da haben wir wieder schöne, einträgliche Bilder. Ah ja, und hier wieder Rohrlandschaft da drüben. Hier können wir leider nicht nach unten gucken. Schade. Hier kann man dann jeweils nach unten gucken. Ja, hier geht's nicht. Hier kann man, ja. Einfach mal so entspannend, ne? Ja, und schau an. Was haben wir denn hier? Aha, eine Tür, wieder einen Schnelldurchgang. Aha, ein Kristall. Uns fehlt noch ein grüner Kristall. So, ein Riegel. Knopf drücken. Und wo kommen wir raus? Ah ja, ihr wisst schon wo. Bei den Statuen. So, also das war wirklich so ein Horax wieder hier, dass wir da... Mann. Das Blatt liegt im Buch drin die ganze Zeit und ja. Da wirst du dann immer fertig, ey. So, was fliegt jetzt gerade für ein komisches Insekt rum? Gerade mal gucken. Irgendein komischer Käfer. Oder ist es eine Wanze? Weiß es gerade. Naja, ist egal. Das soll mich jetzt gerade mal nicht stören. Solange das Viech nicht auf mich drauf fliegt. Ich hasse nämlich Käfer. Da, ja, habe ich so ein bisschen eine Phobie. Kann solche Viecher nicht mit bloßen Fingern anlangen. Da muss ich immer einen Handschuh oder was anziehen oder irgendeinen Gegenstand, dass das Viech ja nicht auf meine Haut geht. Ja, so bin ich halt, ne? So, jetzt sind wir hier durch. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Was haben wir jetzt noch offen? Haben wir hier noch irgendwas offen in den Büchern hier? Gehen wir mal so durch, ob mir was auffällt. Ja, das haben wir alles. Das haben wir alles abgehakt. Übrigens hier,
Das habe ich mir mal abgezeichnet gehabt. Warte mal, wo war das jetzt? Genau. Zum Beispiel hier die Form, diese Sechseckform, da könnt ihr dann auch rausfinden, ah ja, weiß und schwarz zum Beispiel, also das, die weißen Felder sind dann schwarz irgendwie, so in der Art. Ja, zum Beispiel das Symbol haben wir noch gebraucht, ne? Ja, und dadurch habe ich das an den Statuen lösen können eigentlich. Ich meine, diese Symbole hatten wir dann am Ende nicht, ne? Ja, aber da habe ich mal irgendwie abgezeichnet gehabt, dann noch, weil ich gedacht habe, das könnte auch noch mal so ein komischer Code sein, so hell-dunkel-Code. Tja, aber wie gesagt, jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich den 10. Kristall herziehen soll. Na gut, wir waren hier noch nicht fertig. Haben wir noch hier irgendwas offen? Das haben wir alles durch. Das haben wir durch. Das haben wir durch. Ah ja, doch, mir fällt's ein. Ja, jetzt habe ich's. Wie komme ich denn da hin? Schwierig. Guck, springen wir mal runter. Ja, der Fahrstuhlknopf geht doch nicht. Was soll der Käse hier? Ja, was soll denn das? Was soll der so Shortcut dann hier? Wenn der Fahrstuhl hier nicht rufbar ist. Ja, das bedeutet, ich muss jetzt zurück, ne? Ich kann das ja nicht reparieren. Mann, muss das denn jetzt hier sein? Ich renne mich erst wieder überall zurück. So was Umständliches. Nein. Ja, hier können wir zum Beispiel die Plattform rufen, ne? So, okay, hier können wir nach unten steigen. Jetzt lass mich echt mal überlegen, wie komme ich da wieder hin? Das war da, wo man das mit diesen... Ah doch, ich weiß, es ist am Anfang. Ja, ja. Das ist da, wo die Etagenblinger sind und so weiter und so fort. Wo wir das mit diesen Geweberätseln hatten da. Stopp. Ja. Wenn man da mal an nichts denkt. Wir müssen ja hier die ekelhaft quietschende Leiter runterklappen. Ne, ich werde echt noch nicht fertig drauf. Da lag das dumme, blöde Blatt die ganze Zeit im Buch rum. Und ich hab's nicht gerallt. Echt nicht. Also eigentlich, sowas darfst du keinem mehr erzählen dann, ey. Oder ist euch das auch schon passiert dann? Wenn ihr das Blatt nicht bemerkt habt. Und deswegen war die blöde Seite nicht kopierbar. Also echt. Wer kommt denn auf sowas? Wer kommt denn auf sowas, Leute? Wie war das jetzt? Fahrstuhl runterrufen. Dann können wir hier nämlich auch wieder raus. Lasst mich überlegen, das müsste dann hier lang. Und dann hier irgendwo. Da waren ja solche komischen Apparate. Na gut, da müssen wir jetzt mal anfangen. Ich denke, dass wir auf beiden Etagen irgendwie was machen müssen. Wandschrank. Okay. Wandschrank. So, hier geht's lang. Es kann jetzt aber auch sein, dass die Türen alle da blockiert sind, auch teilweise. So, jetzt fangen wir mal hier an. Da ist eine Tür, die können wir aufmachen. Da haben wir nicht so ein Apparat. Das sind orangene Blütenblätter, ne? Orange. So, lass mich mal gucken. Wo ist denn der Aufschrieb damit?
Nein. Nein. Na. Ah ja, da. Da habe ich die Blüten. So, Orange hatten wir. Ja, tatsächlich. Ja, so gut. Da hat man Kreis drin. Es klappt nur rechts und links. Ja, okay. Aha, ja, seht ihr? Aha. Da hat man stinknormalen Kreis. Gibt es auch einen Kreis mit Punkt? Nee, okay, dann ist es der Kreis. Der andere hier, den kennen wir nämlich auch. So. Da haben wir den nächsten Apparat. Das ist jetzt gelb. Ja. Ich prüfe das nochmal, ne? So, gelb war da oben. Also die Blüte außenrum hat gar nicht interessiert. Die habe ich jetzt so kunstvoll dahin gemalt. Nee, überhaupt nicht. So, das ist eine Raute mit durchgehendem Kreuz. Also wie das Zielkreuz, bloß eine Raute. Also. Das hier. Oh, 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 da muss ich aber aufpassen. War das bei beiden? Bei den ein, zwei Blumen war das durchgehend. Da habe ich jetzt nicht ganz genau drauf aufgepasst. Hihi. Haha. Hoho. Ja, da muss ich mal schauen. Ich gerade noch mal kurz gucken. Moment, geht gleich weiter. Ja, das war bei der einen Blume tatsächlich kein durchgehendes Kreuz. Ja, bei der roten. Da muss ich das korrigieren. So. Okay, warte mal. Das war das. Okay, alles klar. Dann sind wir damit fertig. Warte mal, kann man da zumachen? Nur da, weil dann können wir nicht unten nicht in den Raum rein, wenn wir da nicht zumachen. Können wir nicht schon vorbereiten. Kann auch sein, dass wir hier noch nicht alle Räume betreten können wieder. Ja, zum Beispiel da haben wir Blüten, die interessieren nicht, weil da gar kein Apparat drin steht. So, aber hier ist wieder ein Apparat. Das ist violett. Oder lila, bei mir lila. So, das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Das ist das Ding hier. Das erinnert mich irgendwie mal an Alien da. Keine Ahnung. Auf diesen Monitoren waren das auch so komische X-e da. Machen wir zu. So, dann sind wir hier nämlich schon mal fertig. Hier war ja auch noch eine Tür, also nicht hier, aber da, wo wir jetzt hingehen, wo wir nicht durchgekommen sind. Und ich schätze mal, wenn wir das hier jetzt lösen, kommen wir da dann auch durch. Hier müssen wir runter. Hätte ja gesagt, wir klettern da mal geschwind runter, aber naja, am meisten sind ja unsere Charaktere hier nicht so, dass sie das können, ne? Naja gut, die sagen sich halt mal, lieber kein Unfall, ich will nicht runterfallen. Ah, war das hier lang? Ne, war nicht. Okay, falsch. Miep, miep. Hier geht's lang. Genau. Erster Gang war hier ein Apparillo. Ja, das zählt hier nicht. Die, das ist... Ja, das ist so blau-türkis, himmelblau, wie auch immer. Aqua sozusagen. So, das war... Das war blöd im Prinzip. Gibt es das überhaupt? Gibt es da nur eigentlich einen Punkt oder einen Kreis? Ich weiß nicht, was das genau ist. Lass mich mal ganz kurz nochmal checken. Ja, dann, das ist, ja, also wenn ich das zum Angucken, wie ich es aufgemalt habe, ist es eigentlich ein Kreuz. Wir probieren, dass es mal ein Kreuz sein, also nicht das, sondern das hier, kein so ein komisches Sternchenkreuz, ne? Ja, so sah das nämlich aus und dann waren hier, da war praktisch hier die, das Blütenblatt drum hin, hier war ein Punkt im Prinzip, ne, wenn man so sieht. So, das ist das, jawohl, hier schön Zeichengeber hier.
Ihr habt mir auch sehr geholfen. Ich denke mal jetzt, dass ich die Tür jetzt hier nicht mehr zumachen brauche. Das hat jetzt ziemlich ausgedient, dann, wenn wir das hier richtig gemacht haben. So, hier ist Wand. Hier ist Schalter. So, da haben wir Blau. Aber keine Maschine. Okay, Edgy Badge verarscht. Okay. So, es kann nur sein, dass oben noch mal eine Maschine ist. So, da haben wir jetzt Weiß. Okay, Weiß hatten wir auch. Das war das allerletzte. Ja, und wie gesagt, die Blüten oder wie die geheißen haben, die Blumen, das ist sogar nicht mehr wichtig. Das ist der komische Kreis hier mit diesen Dingern da dran. Fast wie Sonne. So, hi. Ja, mal gucken, wer das hier ist. So, dann haben wir hier nochmal. Da haben wir jetzt Rot, würde ich sagen, ne? Ganz eindeutig. So, und das war das, wo ich gesagt habe, nee, das wird nicht der sein, sondern der hier. Nee, das ist auch verkehrt, halt. Der hier meine ich natürlich, ja. Da bin ich mir ganz sicher, dass die Dinger nach außen weggingen. Bloß da innen habe ich einfach der Einfachkeit halber die erste Blume, die ich da gezeichnet habe, ne? Da habe ich halt gesagt, naja, das ist auch wieder ein Kreuz und dann mache ich da, aber ja, das hätte ich ihn wieder rausradieren müssen. Fällt mir natürlich auch nachträglich ein, das kann man ganz leicht sagen, ja. Ne, es ist einfach so. Geht's jetzt? Yes. Tür geht auf. Sehr komplizierte Schaltung hier natürlich auch, ne. So, ich mache die Tür mal zu wieder hinter mir, ne. Sind wir jetzt so langsam gewöhnt in dem Spiel, auch mal die Türen zuzumachen. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier brauchen wir dann einen Schlüssel, den wir nicht haben. Das kommt mir doch sehr bekannt vor hier. Irgendwie Rehm 2 lässt grüßen. Das geht aber auch nicht. Ja, was soll der Quark? Ja, das geht nicht, Leute. Ich meine, gut, ich weiß auch wahrscheinlich warum, weil das hier verkehrt steht hier, ne? Und jetzt? Was soll der Quark? Ja, gut, wahrscheinlich brauchen wir da einen Schlüssel, aber was soll denn der ganze Quatsch dann? Warum sind wir dann überhaupt hier runtergegangen, wenn wir da nicht einen Kristall bekommen? Das ärgert mich eigentlich so ein bisschen, ne? Irgendwas hier, was... Ja, dann will ich noch 5 mal anklicken, ne? Geht das Ding nicht? Hä? Ja, es fehlt der Schlüssel, ganz eindeutig. Aha. Ja, das ist ja gemein. Ich habe mich so rumgedreht und da... Das brauchst du da mal kein erzählen, ne? Und da haben sie einfach das Gimmick eingebaut, dass da Rehm 2 ist, sozusagen. Aber das hat halt einfach die Verbindung. Mensch, das ist doch echt hier. Das darfst du keinen erzählen. Weil es wäre ja ein bisschen witzig gewesen, wenn man da was machen hätte können, aber am Ende steht dann irgendwo ein Hinweis, ja, nee, Junge, kehr um. Da warst du ja schon, ne? Also im Prinzip war hier Rehm 2 mit Rehm 3 ist hier verbunden. Finde ich eigentlich wirklich ganz witzig. So. Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt haben wir alle Kristalle zusammen. Jetzt gehen wir die mal einsetzen da unten. Wenn ich denn die Leiter runterkomme, ne? Ja, ist manchmal nicht so ganz einfach im fatischen Alter hier noch Leitern runter, sagt er dann. Ah. Ich laber wieder was hier, ne? Ja, ich würde gerne nach rückwärts fahren, aber ja, gut, da müssen wir jetzt, ja, noch eine Etage weiter, noch eine Etage weiter hier. Oder? Das ist das, ja. Ich sehe es, wenn wir richtig sind. Ja, ob er wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Wie war das, ja? 1, 2 oder 3?
auch gern geguckt eigentlich als Kind. So. Ja, das ist immer richtig. Also ich hätte noch einmal weitergefahren, wäre falsch gewesen. So, dann setzen wir doch mal hier unsere Steine ein. Wow, Leute, ich ahne schon, dass wir am Ende des Spiels sind, ey. Ja, das ging dann aber doch eigentlich ratzfatz, ne? Nachdem sich die Hinweise so nach und nach aufgelöst haben. So. Und man musste halt wieder zurückgehen, auch wieder, ne? Um irgendwelche Hinweise zu lösen. Allerdings weiß ich hier noch nicht, wie es im SE-Teil ist vom Spiel, ne? Aber er kennt mich wahrscheinlich, werde ich es eh nachreichen dann. So, was haben wir denn hier alles? Hallo, mein Name ist Meneandes. Sie haben die Aufgaben gelöst und den Zugang zum schwarzen Kristall geöffnet. Nehmen Sie ihn an sich. Er wird Ihnen bei einer späteren Reise nach Rem noch überaus nützlich sein. Bis bald und eine gute Heimreise. Gut, danke. Das ist jetzt wieder ein ganz neuer Charakter. Also der schwarze Kristall, was heißt hier nochmal? Aber wir kommen hier nicht nochmal her, oder? So, da ist er. Sie können jetzt Rem verlassen. Bis bald und eine gute Heimreise. Danke. Ah, das Ding fährt automatisch nach unten. Aber nö, Moment mal, ich will da mal nach oben, weil das lasse ich mir nicht bieten. Ich drehe mich mal um. Aha, was haben wir denn hier Schönes? Oh, Moment. Nein, ich hab's falsch, ich hab gedrückt. Wir hatten ja mal solche Dinger angedingst hier. Und wenn ich jetzt hier, das ist ja ein Kreis, ne? Wenn ich hier jetzt schon ein Gitter einziehe, so ein Zielgitter, dann habe ich das als Sektoren unterteilt. Und ich hatte ja immer, muss ich nur wieder meinen Zettel hier sortieren, Menschenskinder. Da habe ich das, jawohl. Und da hatte ich ja immer wieder so ein Kästchen und da war eine Zahl drin gestanden, ne? So, ich hoffe, ich habe jetzt das noch nicht vergeigt. Oder warte mal, kann ich vielleicht noch mal ganz kurz, ja. Vielleicht resette das dann. So. Also. Da war die 1 hier, also in dem Segment. Also wenn das hier jetzt ein Viertelkreis dann hier, ne, da war hier die 1. So, beim nächsten war es hier oben. Die 2 war dann hier. Die 3 war da. So, und beim vierten. Im vierten, da war es dann hier. Okay, und jetzt, wie geht es jetzt? Ups, was ist denn? Oh, okay. Ja. Ah ja. Ah, da kommen jetzt unsere Dreiecke zum Spiel. Ich glaube, wir sind jetzt im Bereich zum Bonus-Level. Jetzt machen wir das halt gleich zusammen mit, aber naja, gut, ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier gleich in einem abschließen können. Da warten wir blau. Gibt es hier ein ausgefülltes Dreieck? Ne, gibt es nicht ein normales Dreieck. Dann hat man da nämlich immer eine Korrektur. Was war denn das? Ne, Quark. Quatsch, ich brauche das hier mit dem Blau. Da hat man nicht solche umrandet, deswegen haben wir auch die Farbe hier bei aller Voraussicht angeschrieben, so blau. Aber wir haben noch ein Korrekturblatt. So, und jetzt hier, wer kommt denn in der Mitte? Da kommt normalerweise das. Jetzt haben wir aber laut dem Korrekturblatt das durchgestrichen und dafür muss der hier hin. So, und das nächste blaue.
Ist hier bloß andersrum. So. Grün. Grün war. Das hier. Also ein komplettes Dreieck hier. 3D-mäßig. So, in der Mitte soll der hier sein. Aber wir haben eine Korrektur in dem Zettel. Da kommt ein anderes hin auf der linken Seite der Strich. So. Ja, das war an einer Tür irgendwo gestanden. Da haben wir dieses komische Dings mit aufgeschrieben. So, und das letzte grüne. Komme ich erstmal selber hier mit dem SE-Teil hier weiter, ne? So, das, jetzt, wie bestätige ich das? Weiß ich gar nicht. Ah, da geht's ja noch weiter, okay. So, rot und gelb. Habe ich nämlich wieder auf einem anderen separaten Zettel aufgeschrieben. So, rot. Ist das? Rot wäre das gleiche, aber wir wissen, dass wir eine Korrektur haben. Da kommt das hier hin. Und rot. Das gleiche Symbol nochmal wie in der Mitte. So. Wo habe ich jetzt das Gelbe aufgeschrieben? Da habe ich Grün und Blau. Ja, da hat es nämlich nicht mehr auf den Zettel gepasst scheinbar. Nein. Das sind jetzt 6 Zettel hier eigentlich im Endeffekt, wenn ich die Rückseite mitnehme. Ah ja, da habe ich's. So, gelb. Das ist der hier. So, dann käme, wir wissen ja eigentlich schon, dass da ein anderes reinkommt. Gelb gehört dann das hier rein. So, es war korrekt. Sehr schön. Und was ist jetzt passiert? Hier, ah, es gibt einen weiteren Knopf nach oben. Ja, das ist ja geil gemacht, Leute. Da. Ist doch das gleiche hier. Oh, Sie haben alle verborgenen Hinweise gefunden. Und auch das Extrarätsel gelöst. Ja. Ich gratuliere. Danke. Und gebe Ihnen einen Schlüssel, den Sie in Ihrem Fahrzeug benutzen sollten. Damit werden Sie einen weiteren Teil Rems kennenlernen, der Ihnen sonst vorerst verborgen bliebe. Viel Glück. Danke. Ah, das ist doch ein netter Kauz. Aber wirklich. Aha, ja. Das ist das. Aha. Ja, ich weiß, das ist das eine Teil. Allerdings, Leute, wir haben ja immer noch nicht diesen Sternschlüssel weiter noch hin, ne? Das haben wir nicht. Das schwarze Kristall, ja, sieht interessant aus. So, da ist aber kein Geheimnis mehr, ne? Na, vom Geheimnis zum Geheimnis, ne? So, ja, dann haben wir das Bonusding ja abgefrühstückt. Also, naja, nee, haben wir eigentlich nicht, weil wahrscheinlich fahrt unser Gerät dann dahin. Ich bin verwirrt. Ja. So, mal schauen, ob ich noch einen Teil anhängen werde oder ob ich das jetzt in einem Rutsch mache. Hier. Ja, wir müssen jetzt erst wieder zu unserem Gefährt hinkommen. Das ist doch jetzt das große Problem. Ach so, ja, wir müssen den Kristall scannen. Dann kriegen wir bestimmt unser Gefährt wieder. So, wo war denn das mit dem Scannen?
Leute, das ist jetzt wieder. Wo war denn das? Echt eine gute Frage. War das hier irgendwo? Ging hier nicht irgendwie ein Weg weiter? Wo ging denn das hier hin? Nee, das war's nicht, ne? Nö. Nee, das war's nicht. Das ist falsch. Nochmal. Nee. Ja, man wartet mal einmal dort und jetzt weiß man es schon wieder nicht mehr, ne? Das ist einfach, weil man hier viel zu viel um die Ecke läuft. Hier war es nämlich auch noch ein Baum, aber den hat man ja schon, ne? Von daher. Nee, das mit dem Blatt im Buch. Wandschrank, okay. Wo war das? Halt, falsch. Will noch nicht gehen. Wo war denn das mit der Scannerei da? Ich glaube, das war dann hier vorne. War das hier? Ja, das geht nämlich immer noch nicht hier. Ja, man weiß auch nicht, ob es halt jemals gehen würde. Wir haben ja noch hier so ein komisches Gerät auch an der Wand hängen. Aber ich glaube, dass das gar nichts groß macht hier. Das hier. Wenn ihr euch da mal erinnert. So, jetzt wird's interessant. Auf der anderen Seite war ja. Hallo? Hä? Ja, hier war das Scan-Gerät. Ja, da wird wieder Kalis kommen. Sie haben es geschafft. Sie haben den schwarzen Kristall gefunden. Wenn Sie ihn entnehmen, leuchtet die grüne Lampe auf. Aha. Dann ist der hintere Ausgang am Lift geöffnet und Sie können Rehm wieder verlassen. Schicken Sie den Kristall bitte meinem Bruder Cetais. Danke und gute Reise. Danke, ja. Ja, und was macht der mit dem Kristall? Es hat geheißen, wir brauchen den Kristall selber. Also jetzt gibt es hier noch eine grüne Leuchte. Bim. So, Sie haben es geschafft. Sie haben den schwarzen Kristall gefunden. Ja, ja, das haben wir jetzt schon gehört. Wenn Sie ihn... Rechtes Mal, ja gut, das bringt nichts, breche ich nicht ab. Sie haben es geschafft. Ja. Sie haben den schwarzen Kristall gefunden. Wenn Sie ihn entnehmen, leuchtet die grüne Lampe auf. Dann ist der hintere Ausgang am Lift geöffnet und Sie können Rehm wieder verlassen. Schicken Sie den Kristall bitte meinem Bruder Cetais. Danke und gute Reise. Ja. Kein Knopf, ist nur ein Licht. Okay, alles klar. So, ja, jetzt möchte ich halt nur mal wissen. Ja, aber das hier hat dann eh nichts mehr zu sagen, ne? Tatsächlich nicht. Naja, okay. Einmal ein Gerät, das nichts mehr zu sagen hat.
So, ich hoffe, ich verbasel das jetzt nicht mit dem Bonuskapitel hier. Hey, hier ist das Fahrzeug. Oh, was ist denn das? Aha, Moment, ich habe doch die Zeichen alle aufgemalt. So, okay. Hä? Nee, Moment, das ist doch... Hm? Ja, ihr seid lustig. Wenn ihr jetzt tatsächlich noch die Schraube hier sozusagen euch hier... Das kann's ja nicht sein. Da hat es was anderes zu sagen hier. Ich weiß es nicht, weil... Ich kann hier nur die entsprechenden Felder auswählen, die ich halt habe. Und die sind aber überall vorhanden. Wenn das hier Schrauben sein sollen... Keine Ahnung. Okay, hier ist jetzt unser Fahrzeug. Wenn ich hier drücke, wird man wahrscheinlich heimfahren. Wenn ich hier den Schlüssel einsetze, kommen wir zum Bonuslevel. Hm, ich glaube, diesmal mache ich so. Das letzte Mal, also die letzten zwei Teile, habe ich selber so gemacht, dass ich das eingefügt habe, noch das Bonuskapitel. Das wird jetzt wahrscheinlich auch der Fall sein. Aber eigentlich müsste ich jetzt noch mal kurz speichern. Ne? So, warte mal. Bleiben wir ganz kurz was. So, ihr seht gleich, ich möchte nur nicht, dass ich bin da immer so ein bisschen eigen mit dem Speichermenü hier. So. Ich speichere das mal hier ab. Ja, wobei ich werde es dann hier das beenden, das eigentliche Let's Play, und hier wieder Window Capture. So, es geht weiter. So, ich werde jetzt hier mal drücken. Sie sind dabei, Rehm zu verlassen. Es gibt aber noch weiter entdeckte Gebiete und ungelöste Rätsel in Rehm 3 SE. Wenn Sie es so fortsetzen, werden Sie das vierte eines Medaillons finden, das Sie zukünftige Erforschung von Rehm 5 brauchen. Hm? Gut, alles klar, wir fahren jetzt nicht sofort weg. Oder ja, wir machen aber jetzt mal verlassen. Ja, für alle, die eben nicht den SD-Teil haben, den Special Edition-Teil, für die endet praktisch hier das Spiel dann. Sie fahren weg. Und da würde ja auch das andere, was ich da jetzt noch rausgefunden habe, ja überhaupt nicht gehen, ne? Ja, das ist aber eine sehr kurvige Strecke hier. Muss ich echt sagen. Ja, und dann kommt hier Rehm 4. Haha. Ah, hier ist eine Weiche. Ding, 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 ding. Ja, es geht nach rechts. Ich wollte aber nach links.
Links, da stinkt. So, aha. Geht weiter, das Tor öffnet auf hier. Das ist schon genial gemacht. Für die Verhältnisse von damals. Für eine Person, die das programmiert hat. Ja, da ist noch ein Kart. Ein Schienenkart gewesen. So, Rehm, ja, da fahren wir wieder weg. In die weite Welt hinaus, sozusagen. Ja. So. Hallo. Ich freue mich, dass Sie wohlbehalten aus Rehm zurückgekehrt sind. Den schwarzen Kristall habe ich erhalten. Danke. Ich melde mich, wenn ich mit den Untersuchungen fertig bin. Für eine neue Reise nach Rehm brauche ich dann sicher wieder Ihre Hilfe. Bis dahin alles Gute. Ihr Zetaris. Oh, kein Problem. Wir machen ja alles, ne? So. Schwarzblende, Rehm 3 SE, yo. Alles klar, also hier im Prinzip endet das Let's Play, wenn ich so will. Aber ich sag's ja, nein, ihr braucht noch nicht hier wieder verschwinden. Es gibt noch ein Bonus-Level hier sozusagen in diesem Spiel. Das wird man natürlich auch noch versuchen zu lösen. Also ihr kennt mich, ne, mittlerweile, ja, Knut Müller. So, hat das programmiert, eine einzelne Person. So, jetzt, ja, das Spiel hat sich beendet und dann seht ihr jetzt wieder mal ja meinen Füllbildschirm natürlich, ne? Oder der, wo beim Streamen vorher kommt. Ja, ich sag auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, ich brauche nicht so viel zum Spiel sagen. Also, es hat mir natürlich auch wieder Spaß gemacht. Es gab natürlich Passagen, wo ich wieder sehr gequalmt habe am Hirn. Und was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, weil es wirklich blöd war, das war dieses Pflanzenrätsel da. Mit diesem Buch, wo man da Bücherei mit diesen blöden Ecken da hätte mal wissen müssen. Das hätte man viel besser machen müssen, dass der Spieler da sich gar keine Gedanken drüber machen muss. Weil ich hätte es so gemacht, ich hätte in der Übersicht praktisch die Symbole eingetragen. Dass man halt weiß, aha, das ist das Buch und dann hätte man später es viel einfacher gehabt, das nachzuschlagen mit dem jeweiligen mit den jeweiligen Blüten, ne? Weil das war wirklich mein Problem und ich habe es jetzt auch im Nachhinein rausgefunden, dass tatsächlich meine Zählweise noch am Ende doch ganz falsch war, wieder mal wieder. Ich hätte von oben links beginnen müssen, zählen bis 9. Dann hätte ich unten runter gehen müssen, wieder links runter und von da wieder neu beginnen zu zählen. Und nicht so rein um, wie ich es dann gemacht habe. Ne? Aber das kann man ja nicht wissen, dass die das so gemacht haben. Also das fand ich jetzt tatsächlich als einziges ein bisschen blöd. Ein bisschen Kritik muss immer sein. Also es kann nicht immer alles super geil sein. Also da sagt es mal so, wenn ich bewerte, 4 von 5 Sternen zum Beispiel. Ne? Ja, also ich fand es wirklich wieder stark. Und man sieht sich auf jeden Fall im nächsten Teil wieder in Rehm 4 dann. Das heißt irgendwas mit Golden Fragments oder sowas hier. Ne? Oder beziehungsweise, wenn er dran bleibt, natürlich im Bonus-Level hier. Ne? Also wie dann, tschüss, bis zum nächsten Mal in einem neuen Projekt. Jo, euer Lego, bye bye.